Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in der Vorschau Nummer 2 von Gabbage. Und zwar, ja, würde ich mich dabei erstmal entschuldigen für die schlechte Bildqualität, aber das läuft auf Linux und das läuft über Proton. Und das Spiel ist dann doch hier sehr schwierig, weil man sieht es gerade, wie er da durchtänzelt, 3D-mäßig. Und ja, das bringt Ressource, Leistung und das Spiel ist halt nicht dafür optimiert, dass es auf Linux läuft und deswegen ist es halt so schlecht in dem Sinne. Wir würden jetzt aber fortfahren und das würden wir, ich sagen, machen wir dann nach dem Intro und dann schauen wir uns an, wie es weitergeht. Bis gleich. So, dann wollen wir mal fortfahren und schauen, wie es uns weiter ergeht. So, das ist dieser Hinterhof. Ich sehe meine Spielfigur nicht. Ich weiß nicht, ob wir die letzte Mal, ich meine, letztes Mal hätten wir die gesehen, aber es ist jetzt auch halb so wild. Ich habe hier schon einmal geschaut. Hier, glaube ich, diese Mülltonne hat man angeklickt. Da gab es nichts. Hier sieht man nur, es ist ein Auto. Nein, es ist ein Spider-Man. Hier liegt noch ein Stuhl oder was auch immer ist. Der ist da umgekippt. Da kann man auch nichts machen. Glaube ich jedenfalls nicht. Hier fehlte mir ein Schlüssel, glaube ich. Das haben wir schon gesehen. Ihn konnte man nur ansprechen. Bob, dieses furchtbare Gesang vergrault alle meine Kunden. Was hat er hier? Ein Kleingeld für einen Veteran übrig. Habe ich leider nicht. Kann ich den auch rechtsklicken? Ich mag nicht, wie er mich anstarrt. Nee, kann man nicht. Hier ist eine Tür, da geht nichts. Der Müllbeutel geht auch nicht. Garbage-Invasion, 7 Tage, okay. Hier oben ist noch Rapunzel. Sie singt immer wieder dieses beschissene Song für mich. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Okay. Also es geht um ihn hier wahrscheinlich. Und ja, der Darmmüll, Darmmüll, da ist ein Müllcontainer und dann immer ihn noch. Und wir können sowieso nichts anderes machen, wie ihn hier anklicken, glaube. Also wir müssen erst bestätigen und dann ihn anklicken, glaube. Ja, wenn ich hier am Müll gehe, dann ist er sowieso da. Wer zur Hölle bist du? Fass nicht meinen Müll an. Und dann können wir nur in den Kampf reingehen. Wähle einen aus, das ist der hier. Das ist klar. Jetzt haben wir hier stehlender Schlag. Ja, das sind unsere Werte wohl. Und wir können da nichts auswählen. Und ja, dann ist Kampf angesagt, ne? Und dann müssen wir gucken, ob wir es schaffen. Ich kann mich jetzt gar nicht bewegen, oder habe ich die falschen Tasten oder was? Ich habe den auch K.O. gehauen, oder? Also ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe ihn K.O. gehauen. Naja, okay. Prinz Rudolf, ich werde einen anderen Ort finden müssen. Ich habe das erste Essen. Du hast es geschafft, etwas Müll von den Überresten. Das ist, glaube ich, eine Portion Essen und das ist eine Pflanze. Ach, warte mal, wenn wir drauf bleiben, kommt das Pop-up. Löwenzahn. Leider kommt hier keiner. Okay, dann sind wir jetzt hier zu Hause, oder wie sehe ich das? Was guckst du? Das ist Glas dreimal. Ich weiß nicht, was in dem Loot drin war. Ist nichts drin, okay. So, jetzt können wir mit Rapunzel sprechen. Endlich kann ich auf meinem Balkon chillen ohne diesen furchtbaren Pennergeschwafel. Würdest du mir noch einen Gefallen tun und mir einen Blumenstrauß bringen? Dafür brauche ich 3 Pflanzen. Okay. Jetzt haben wir eine Aufgabe. Ich versuche hier meinen Hotdogs zu verkaufen. Dieser singende Landstreicher und seine Freunde sind dein Geschäft nicht gerade zuträglich. Sobald meine Kunden diesen Penner sehen, überqueren sie die Straße. Kannst du dich für einmal um sie kümmern? Habe ich das schon längst gemacht, oder? Oder meint er den? Etwas Kleingeld für einen Veteranen übrig? Okay, da klappt nix. Ich glaube, hier geht es nur wieder um Kampf, oder? Ich habe alles aufgehoben. Ne, da ist noch eine Container. Ne, aber den kann man nicht aufmachen. Hier hinten geht es wohl auch nicht weiter. Sie brauchen Blumenstrauß. Was sagt mein Inventar? Da ist es nicht. Da ist die Invasion. War das mit Tab? Ne. Also ihn hier kann ich zwar an. Ich habe aber kein Kleingeld, dann ist er vielleicht weg, das könnte sein. Hier kann ich nichts machen. Jetzt gibt es etwas Gewalt auf den Straßen. Schwing dich zu Electric Avenue, okay? Sie braucht den Blumenstrauß. Ja, da weiß ich jetzt auch noch nicht mit dem Blumenstrauß.
Ist das mein Inventar? Nein, das ist nicht mein Inventar. Wo finde ich denn jetzt mein Inventar? Ich habe das nicht mehr auf der Latte. Ah, da ist es. Also wir haben nur einen Löwenzahn. Alte Pizza. Hier ist die Schiene, hier sind die Gurkensamen und hier sind die Kartoffeln. Und was ist mit ihm jetzt hier? Ah, ich habe auf dich gewartet, Hungersohn. Lass mich den Flasche austrinken, werde ich töten. Ah, der nächste Kampf steht an. Naja, dann wollen wir mal gucken, ob er seine Flasche ausgetrunken hat. Nur wir sind ziemlich schon angeschlagen. Das ist unser Problem, ne? Aber es bleibt uns anderes übrig, dass wir das nur machen können jetzt. Los geht's. Ich weiß nicht, was ich tun sollte, damit ich ihn da treffe. Und da bin ich K.O. So sieht's aus. Da steht noch einer jetzt, oder was? Es ist nichts drin. Die Art von Geschichten findet man in Latonie. Also das schadet. Okay, und jetzt bin ich wieder in meinem Lager wahrscheinlich. Ist er denn schon fit? Wo ist er überhaupt? Ah, da links ist er. Ich glaube, er hat Hunger. Und dann sollten wir vielleicht. Ah, er hat gegessen, glaube ich. Jetzt legt er sich hin und ruht sich aus. Das war halt auch keine gute Geschichte. Ich bin auch blutend, okay? Wir hätten vielleicht erst ins Lager gehen müssen, ne? Das war keine gute Idee, den so anzugreifen. So, dann wollen wir mal schauen. Ich kann überall was bauen, da kann ich trainieren. Kann hier was bauen? Hier steht nix. Er schläft aber noch. 19, 20, 21, 22. Kannst hier was bauen, du kannst hier was bauen. Spielt Musik und das war's. Hier kann ich was bauen. Mein Müllcontainer ist klar, aber ich habe noch keine Pflanzen, ne? Bau, Fackeln. Oh, da kann ich Fackeln bauen, dann sollte ich das mal tun, oder? Geht er da jetzt hin und baut die? Jetzt kommt die Nacht. Übersicht. Erhitzt und erleuchtet die Umgebung ein wenig. Demontieren? Nee, will ich nicht. Dafür braucht man Papier und was ist das andere hier? Treibstoff hinzu. Ich weiß nicht, was das andere Symbol ist. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Fackel gebaut. Was mit Essen? Wir haben keine Rezepte. Weise einen Penner auf die gleiche Weise zu, die du ihm zum Trainieren schickst. Kochrezept wird automatisch gewählt. Verstehe ich jetzt nicht, aber okay, ist halt so. Fehlen mir bestimmt die Rohstoffe. So, das bedeutet, das hat keinen Sinn. Wir müssen jetzt gucken, dass wir wieder in den Vorort vielleicht kommen, weil da waren wir ja zuletzt. Garbage zu Hause. Und Electric Avenue. Ach so, jetzt kann ich vielleicht zu Electric Avenue. Dann gucken wir doch da mal rein. Hier ist ein kleines Video, was wir nicht sehen können im Dingens. Ach, das ist hier sehr interessant. Ich verhungere, ich würde dich für eine kleine Mahlzeit handeln. Elektroschrott. Dem kann ich nichts handeln. Der hier ist weg. Das ist immer noch der Kleingeldveteran. Und die will immer noch die Dingensblumen haben. Ich habe aber nur eine. Das ist der Löwenzahn. Mir fehlen drei Blumen und die Rose. Also hier kann ich jetzt nicht so wirklich was tun, oder? Hier haben wir jetzt sozusagen ihn hier, der handeln will. Aber ich habe keinen Elektroschrott. Okay, das bedeutet, wir gehen wieder auf die Karte. Schloss dran, Schloss dran, Schloss dran, Schloss dran.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es dann weitergehen soll, weil ich habe da jetzt, ach so, ich kann auf die große Karte. Und nee. Slumbrücke, das ist alles gesperrt. Das ist mein Zuhause. Da komme ich auch nie weiter. Zoom in, zoom out. Ach so, okay. Ich kann hier aber nirgendwo hin. Die Bereiche sind alle gesperrt. Das heißt, ich kann nur hier hin. Und dann kann ich nur hier hin. Was bringt mir jetzt das Ganze? Es passiert hier nicht so ganz so viel, oder? Ja, sorry, aber dann trainieren wir weiter, oder? Bringt ja nichts. Da fehlt uns was. Da fehlt uns was. Da fehlt uns was. Ja, wo ist er denn jetzt? Da. Dann gehen wir pumpen. Machen wir uns stark, ne? Ich weiß zwar nicht, was das jetzt für Auswirkungen hat, aber ich muss dann die nächste Invasion wahrscheinlich abwarten, damit es vorangeht, oder wie? Das ist schon doof. Hunger hat er auch die ganze Zeit. Jetzt geht er pennen, das ist auch gut so. Ja. Jetzt schläft er erstmal wieder eine Runde. Holt er da wieder Energie rein. Hier fehlt uns der Rohstoff für. Aha, da kann ich einen Pflanztopf bauen, aber da sind nicht genug Klamotten dafür. Ah, hier gibt's mehrere Dinge zum Bauen, ne? Er hat jetzt gerade ein Level abgehabt. Sehr schön. So, Level up. Skills hier unten. Was hatten wir jetzt hier? Knietritt. Hier ist was mit den Füßen. Ich glaube, hier haben wir auch sowas wie Bauen oder so. Traumelkick. Oder vertue ich mich da jetzt? Rekursiver Tritt. Okay. Was ist das jetzt hier? Sprengender Tritt. Zweiter Atemzug. 50 bis 100% Chance, Schaden mit der Dinger. Komm, das machen wir jetzt mal. Ja. So, 2 Punkte weg. Was ist hier noch? Melee-Style. Tank-Style. Stellender Schlag, ausgewählter Skill, kein Skill ausgewählt. Sprengender Tritt. Aha, hier kann ich die Skills auswählen, oder wie sehe ich das? Dies wusste ich noch gar nicht. Gut, dann vielleicht nochmal Glück und können das jetzt anwenden. Na, er ist noch kaputt. Ne, dann schlaf mal weiter da. Okay, jetzt wird's Nacht. Jetzt habe ich hier gerade doch irgendwo so eine Palette gesehen, ne? So, da kann ich aufwerten wahrscheinlich. So, dann gehen wir pennen. In 16 Stunden kommt die Invasion. Jetzt machen wir den nochmal fit und dann gehen wir nochmal ins Örtchen, oder? Also in diese komische, ne? Ecke da. So, 23, er ist wieder fit. Gucken wir mal hier in die Electric Avenue. Sie ist da, er ist nicht da. Den kriege ich nur weg, weil ich Kleingeld habe.
Beseite die Schläger, die den Bereich der Ellie besetzen. Wo sind die denn? Wenn ich jetzt hier wüsste, wie ich da weiterkomme, ne? Also das ist ein bisschen knapp hier. Tja, hier bin ich ja, ne? Ja, hier kann ich nicht woanders hin, ist klar. Jetzt gucken wir den nochmal an. Ich hungere, ich würde alles für eine kleine Mahlzeit geben, ja. Ich habe aber gar nichts. Da kann ich nichts, da kann ich nichts. Sie brauchen etwas Wasser. Ja, wenn ich Wasser hätte, ne? Das ist die nächste Geschichte. Warte mal, da ist noch was. Licht grauenvoll, geht nicht zu nah, das Ding. Ja, da ist aber alles nix, ne? Im Einkaufswagen kann ich auch nichts machen, den Rest habe ich schon aufgehoben. Also hier ist nichts zu machbar, weil ja, schade, ne? Das bedeutet, wir können nach Hause gehen. Er geht wieder ans Trainieren, das ist ja jetzt auch nicht verkehrt vielleicht. Wir haben hier 8 Grad Celsius. Es ist wahrscheinlich Tag 6, 5 Uhr, sonst was. Sonne geht gleich auf, oder wie ist das? Dann können wir höchstens mal, wenn der Tag da ist und er nicht gerade am Pennen ist, können wir da nochmal hingehen, ob der Wurstverkäufer oder was es auch immer war, da ist, ne? Ja, jetzt der Tag da. Ja, schauen wir mal, ne? Das ist ja gleich fit. 6 Stunden dauert es noch, bis die Leute da sind. Da ist jetzt auch irgendwie was. Ah, der hier ist gemeint wahrscheinlich, ne? Ah, ich hätte dich gewartet und so. Ja, okay, dann gehen wir jetzt und geben dir nochmal einen aufs Hörnchen vielleicht. Jetzt haben wir auch hier die 3 Sachen, ne? Mit Abklingzeit und so. Jetzt müssen wir nur gucken, wie das geht, ne? Ach so, ich brauche hier auf die Knöpfe nur zu drücken. Alles klar, du hast es geschafft, das Müll von den Überresten. Ein Essen habe ich bekommen. Bestätigen. Und da sind noch 2 Typen. Shit, jetzt ist es vielleicht nicht so dolle. Oder ach komm, den kriegen wir auch noch hin, oder? So, Kampf. So, los geht's, Fight. Oh, der hat mir sofort einen gegeben und das war's. Naja, der ist wohl nicht so doll. Igor, du bist solch ein Schwächling. Okay, da müssen wir jetzt was essen. Das macht er auch wohl. Und wir schlafen eine Runde. Und dann kommt gleich in 4 Stunden auch der Angriff. Aber ich würde mal sagen, den Angriff und die nächste Runde bei dem Straßenfighter, den machen wir in der nächsten Vorschau. Ich würde mal sagen, erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video gerade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao. Oh, die Invasion ist. Wir machen noch gerade weiter. Ich dachte, die Zeit läuft nicht so schnell runter. Gut, dann kommen wir nicht drum rum, ne? Dann müssen wir das noch gerade mitmachen, Jungs. Bin leider nicht ganz ausgeschlafen wohl. Aber die Invasion kriegen wir bestimmt hin. Ah ja, das war's schon. Gut, wir haben von dem ein bisschen Blech gekriegt, Metall. Das ist ja schon mal was. Dann würde ich sagen, er geht pennen und wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.